Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist wieder Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Ja, es tut mir leid, normalerweise wie gesagt immer am Mittwoch die neue Raid am Mittwoch Folge, aber durch die vielen Ankündigungen hat sich das etwas verschoben und fast wäre auch noch die Raid am Freitag Folge draus geworden, weil schon wieder heute so viel angekündigt war. Aber wie schon angekündigt von mir, habe ich einfach heute zwei Videos. Eins ist schon online, das habe ich noch gar nicht geteilt. Muss ich gleich noch machen. Eins ist schon online und die Raid am Mittwoch Folge seht ihr jetzt hier. Natürlich wieder die Highlights aus unserer Community, von der die noch übrig ist. Und am Ende wieder der Schocker der Woche. Also seid gespannt. So, und die Woche ging los mit einem lustigen Bild, was uns der Brian geschickt hat. Wohl aus von der Zockerfaktenseite. Pokémon Go bald auch für PC erhältlich. Und ihr seht, das ist ganz unproblematisch. Ihr habt da alles am Start. Tastatur, Maus, Bildschirm, Boxen für den Sound natürlich. Es ist wichtig, mit Sound zu spielen für das ultimative Pokémon Go-Erlebnis. Das ist auch überhaupt nicht schwer, wenn man so rumläuft. Also 3 Stunden Community Day Tag kann ruhig kommen. Hat auch ein Schicki gerade auf dem Bildschirm, will es mit dem roten Pokéball fangen. Ja, da hätte ich lieber den gelben genommen. Ihr wisst, wie hartnäckig die Dinger sind, gerade die Starter. Dann haben wir ein Sonflora, was die Welt verändert hat, zumindest für mich. Denn es ist nicht irgendein Sonflora, sondern ein Shiny Sonflora als Lucky. Und da habe ich sogar noch ein extra Video dazu gemacht, über diese kleine Pissnelge, die mich so angekotzt hat einfach nur. Denn jetzt muss ich mich weiter auf die Suche begeben, ein weiteres Shiny Sonflora suchen, bekommen, tauschen, wie auch immer. Und Tausch, gutes Stichwort. Danke natürlich nochmal an Kalle, der dafür auch was Hochwertiges zurückbekommen hat. Es ist etwas, was mehr Wert hat als überhaupt das Sonflora, auch laut seiner eigenen Aussage, da ihm das eh scheißegal war. Und hat er was richtig Krasses von mir bekommen, was ihm noch gefehlt hat, weil der Ramses, der ist ja nicht so, ne? Ganz ohne Eigennütz gibt er hier die Shinies raus und bekommt dann sowas. Hey! Aber hat mir natürlich noch gefehlt. Fehlt mir sozusagen jetzt immer noch. Das verstehen manche halt nicht, aber okay, kann man nichts ändern. Dann hat der Defteris eine Shiny Meltan bekommen aus der Meltan-Box. Da muss ich sagen, habe ich immer noch keins auf dem Großen bekommen. Aber das läuft ja noch ein bisschen, da kann man ja noch suchen. Dann gab es wieder mal einen neuen Stop, Werra Obermain Radweg. Genauso wie hier arbeitete Gustav Falke, auch ein neuer Stop in Hibuhausen dazugekommen. Hier seht ihr noch heimliche Gespräche mit einer Sandra. Ja, die heißen nämlich alle Sandra, mit denen ich zu tun habe. Dann der Bockwurst King aus einem Rauch und leider nur auf dem kleinen Account ein 100% Fleckmon bekommen, Level 15. Da hätte ich gedacht, das ist aus der Forschung. Aber es gibt ja natürlich auch wilde Pokémon mit Level 15. Der Lukas hat aus dem Feldforschungsdurchbruch einen Zapdos bekommen als Shiny. Hätte ich so jetzt gar nicht erkannt, aber man sieht es natürlich an dem Symbol oben. Und das war ein relativ gutes mit 91%, auch 15 Angriff dabei. Kann man mal mitnehmen. Der Hoffi hat uns gezeigt, der hat eine, ist das Herzpandier? Oh, da müsste ich die andere Seite von dem Ding sehen. Auf jeden Fall ein 100%iges Pandier aus der Quest bekommen. Richtig gut. Fehlt mir natürlich auch noch, da hatte ich noch kein Glück. Dann hatte ich es mit Sandra über das Thema Underboob-Tattoo. Das habe ich vergessen vorhin zu löschen. Ist jetzt mit dabei. Ich muss ehrlich sagen, die meisten sehen einfach übelst hässlich aus. Und ich verstehe nicht, wie man sowas machen kann. Mein Favorit wäre trotzdem unten links in der Ecke. Das, ja, das ist nicht so übertrieben, aber der Rest, wenn das so zugeklatscht ist, das ist nicht schön. Aber muss ja jeder selber wissen. Vielleicht lasse ich mir auch unter meine Brüste mal was Nettes. So ein Zweig oder ja, irgendwas. Nee, lieber nicht. Ist eh scheiße. Sieht scheiße aus, egal ob mit oder ohne. Aber jetzt, wo ich eure Aufmerksamkeit habe, kommen wir nochmal zum Hoffi. Denn der hat nicht nur ein 100%iges, der hat sogar 2 100%ige Pandiers. Verschiedene Formen, beide mit 523 und jetzt erkennt man auch, dass das nicht das Valentins Pandier ist, das wäre natürlich noch genialer, aber schon 200er und ich habe nicht mal eins, also der hat da wirklich Glück mit der Forschung, mit den Stops. Dann habe ich einen Shiny Wablu bekommen,
Das sind wir gerade in Hibu angekommen, weil wir unterwegs waren, sind nach Hibu reingefahren, wollten uns fix in die Arenen setzen. Ich drück so das Wablu an, shiny, und denk mir, way, das schnell noch mitgenommen. Ein goldenes, obwohl Wablu jetzt unbedingt nicht so krass selten ist, wer da damals in der, bei der Safari-Zone Dortmund war, der hat da sicherlich einige mitgenommen. Der Lukas zeigt uns noch ein Shiny Plusle, hat er auch gefangen, ungefähr um demselben Zeitraum. Auf jeden Fall hat er das Bild zumindest in dem Moment geschickt. Was für ein Zufall, muss man schon sagen. Und bei Plusle sieht man da den Unterschied nicht so krass. Dann das andere hat rote Ohren, das hat auch rote Ohren, nur ein bisschen dunkelrot. Also bei Minun ist das natürlich deutlicher zu erkennen. Dann gab es auch endlich die Pandias beim Valentins-Event mit dem Herz auf der Stirn sozusagen, habe ich auch Herzelein genannt. Süßes Teil, 507, das seht ihr, das ist ganz weit entfernt von der 100% Grenze. Der Hoffi hat ein bisschen getauscht und hat ein 98%iges Machollo bekommen. Als Lucky Pokémon leider nur mit 14 Angriff. Das wäre natürlich cool, wenn das wenigstens 15 hätte. Könnte aber trotzdem hochziehen, da es ja relativ günstig ist. Die 100 ist in Sichtweise, sagt unser Kalsari-Can, a.k.a. Horst of Death, a.k.a. Horsty, denn er sitzt schon 72 Tage in einer Arena und leider kann ich auch die, den Arena-Namen jetzt nicht mehr sehen oder erkennen, aber ist ja egal, die 100 macht er bestimmt noch voll. Dann wieder der Bockwurst-King, hat ein Bild in die Gruppe gesendet und da seht ihr, was los ist, ein Nidoking und ein Nidoking und Nidoqueen. Und Nidoking wollte gerade dem der Nidoqueen einen Strauß Blumen bringen, aber die ist einfach abgehauen und durchgebrannt mit dem Rizaros. Der nimmt sie hier in den Arm und sie wenden sich ab und er ist traurig und er fängt da an zu weinen. Also das ist ein richtig geniales Bild. Vor allem drei krasse wilde Entwicklungen in der Wildnis einfach, das muss man auch erstmal hinkriegen. Und dass eins auch einen Blumenstrauß in der Hand hat, habe ich noch nie gesehen. 40 Bonbons, genau, denn während des Valentins-Events war es ja auch, gab es verdoppelte Bonbons, beziehungsweise das Event läuft ja immer noch. Und es gibt doppelte Bonbons und da hat es sich besonders gelohnt, wenn ihr zum Beispiel einen Despotar-Raid gemacht habt, wo ihr so schon 20 Bonbons bekommt und mit den, also 10 Bonbons, mit der gelben Beere 20 Bonbons und durch das Event werden es eben dann 40 Bonbons. Da kann man natürlich ordentlich farmen, um seine Despoter-Armee hochzuziehen, wer noch keine hat. Dann haben wir ein Bild von einem männlichen Mundtier. Das sieht man hier ganz deutlich, dass das ein männliches ist. An welchen Details könnt ihr euch jetzt selber ausmalen? Oh, das geht gar nicht, wenn ich drauf drücke, dass das groß wird. Ja, der Effekt war jetzt weg. So. Dann haben wir Boopsy, die hat nämlich ein, warum nennt die das, 9889, das ist wahrscheinlich die Kombination von ihrem Zahlenschloss am Spind, beim Safe, irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall ein 98er, ja, 98 verstehe ich, ein 98er mit 14 Angriff, Deoxys in der Angriffsform, was sie da aus dem Raid gezogen hat. Minimale Anzeigefehler beim Pogetechno, der hat auch ein 98er, aber ein Meltan 98 und das ist sowieso irgendwie, er hat es schon gesagt, das ist die Meltan Gang, der Boss steht im Vordergrund, die Handlanger wuseln dahinter rum und stehen bereit für den Krieg, für den Kampf, habe ich auch noch nicht gehabt, wer weiß, was der mit seinem Spiel immer anstellt. Dann gab es wieder mal einen neuen Pokestop, herzögliches Wappen Hildburghausen. Und eine neue Arena natürlich, die Hausfassade mit Sonnenuhr, das ist hier beim Chinesen mit K auf dem Markt, das war sonst ein Pokestop und jetzt ist es zu einer Arena geworden, wie man sieht, befindet sich am Marktplatz in Hildburghausen, beste Beschreibung ever, aber was will man sonst noch dazu sagen? Der Keller hat ein 0% Pokémon gesammelt und zwar ein Electek mit 000, auch richtig genial, würde ich auch so lassen. Oder entwickeln, weil ein 0% Elevoltik ist natürlich auch richtig nice. Dann gab es den Community Day und kurz vor dem Community Day war es abends schon möglich, dass ihr Mammutel,
Mammutell entwickeln könnt. Und das hat der linke Networks hier getan. Der hat ein 98%iges Keifel Lucky entwickelt zu einem Mammutell. Und da passt der Hintergrund auch dazu. Der Hintergrund und das Fell, das ergibt einfach ein sanftes, aromatisches Bild. Das sage ich nichts dagegen. Das ist wunderbar. Er hat sich auch eine zweite Attacke hier dazu gekauft. Wie man sieht, habe ich immer noch nicht. Bei keinem einzigen Pokémon habe ich das bisher gemacht. Könnte ich vielleicht auch mal machen, aber bisher habe ich noch keinen Zweck gesehen. Dann hatte ich mit dem Kalsariken das Thema Vadribie und dass man das nicht entwickeln kann, wenn es männlich ist. Das ist ihm bisher gar nicht aufgefallen. Er hat dann mal auch entwickeln eingegeben und gesagt, lustig, wenn man nach entwicklungsfähigen Pokémon sucht, wird das männliche Vadribie angezeigt. Aber tatsächlich kann es nicht entwickelt werden. Und das ist wirklich bei Vadribie vom Geschlecht abhängig, da nur weibliche Vadribie sich entwickeln können, weil das dann zur Bienenkönigin wird und männliche Bienenkönige gibt es eben nicht. Da gibt es nur Königinnen und ja, Gleichberechtigung der Geschlechter wird da ganz groß geschrieben. Der Unterschied natürlich auch bei einem weiblichen, das hat ein rotes, sieht man das hier, das hat ein rotes Dreieck auf der Stirn. Das untere, beim männlichen ist das nicht, so könnt ihr das vorher auch schon unterscheiden. Eben noch ein bisschen getauscht, um endlich Gen 1 fertig zu haben. Da habe ich durch den alten Account von Mace natürlich, der früher ganz oft gespielt hat und er hatte noch etliche Sachen da drauf, wie auch Lapras, Goldini, Sterndu, Sachen, die mir immer noch gefehlt haben, konnte ich mir da ganz chillig einfach ein paar Sachen rübertauschen, um jetzt noch ein paar letzte Einträge zu haben von Gen 1. Und ich glaube, Gen 1 ist soweit fertig mit dem Lucky Dex. Bis auf Arctos, Zapdos, Lavados, die fehlen noch und natürlich Mew. Aber Mew kann man ja nicht tauschen. Da ist eh interessant, wie die das machen oder einführen, dass man das noch als Lucky bekommen kann. Dann war der Community Day und ihr seht, 5 nach 11 war das erste Quiegel bei mir auf dem Schirm. Haben wir mitgenommen und das war ein richtig guter Tag. 11 Stück sind es am Ende geworden, also gute Ausbeute, da ging richtig was ab. Und am Community Tag saß auch ein Shellast, ein 100%iges, bei mir zu Hause. Da haben wir noch den Lord getroffen, der hat uns dann noch Bescheid gesagt, ob wir das Shellast gefangen haben und den Hinweis gegeben, dass das da sitzt, denn ich habe überhaupt nicht in die Gruppe reingeguckt. Immer wenn ich rumlaufe mit 10 Handys im Spiel, vergesse ich alles um mich herum. Habe ich mir nicht geholt, ich glaube es war auch eh schon weg, wenn ich hingegangen wäre, deswegen habe ich mir die Mühe gar nicht gemacht. Glückwunsch an die, die es natürlich bekommen haben, 100er Shellast aufheben für den Community Day, der in 100 Jahren mal erscheinen wird. Der Beverager hat uns auch gezeigt, sein Shiny Quiegel, was er mitgenommen hat, 316 Bonbons. Ja, und Bonbons ging auch richtig gut ab an dem Tag. Ich bin auf dem zweiten Account mit 70 gestartet und hatte nach einer Stunde, glaube ich, schon 600 oder so. Da sieht man, was abging. Und der Franz, also der Pogetechno, zeigt uns wieder mal, der hat nicht nur eine Meltan-Gang, der hat auch eine Quiegel-Gang, eine Shiny-Quiegel-Gang, wo das der vordere natürlich der Boss ist, aber diesmal keine drei Quiegel im Hintergrund, sondern das Shiny Meltan, was ja der Boss der ersten Gang war, ist hier nur Handlanger in der zweiten Gang. Ja, so ist das halt, es gibt immer jemanden, der über dir steht, das muss man lernen im Leben. Die Linsierer hatte anscheinend ordentlich Glück, denn die hat ein 100%iges Shiny Quiegel bekommen beim Community Day. Glückwunsch dafür natürlich. Ich hoffe, sie hat das auch direkt entwickelt und hochgezogen. Richtig krasser Dude. Ich glaube, bei dem Ding hätte ich sogar einfach beide Attacken genommen, weil ich ja meinen Shiny im Mammutell mit der Antikkraftattacke ausstatten wollte, aber ein 100%iges. Hätte ich natürlich auch mit Schneeattacke versehen oder sonst was. Da hätte ich vielleicht also eine zweite Attacke dazu gekauft. Was sie daraus gemacht hat, weiß ich nicht. Ist ja nicht mehr in der Gruppe, ist ja ausgetreten. Da kriegt man jetzt eh nicht mehr so viel mit. Dann habe ich mein Ronera gebrütet. Mein Baby-Pokémon, mein erstes Ronera, was ich da bekommen habe. Hatte bis dato auch noch nicht gesehen, dass schon jemand eins bekommen hat. Es hat zumindest keiner gepostet. Und ja, war das erste da, was ich dann gesehen habe von uns. Aus einem Ei natürlich. Reicht auch jetzt, wenn man es einmal hat. Und was ich immer noch komisch finde, dass man damit spazieren gehen muss, um es zu entwickeln. Weil das hat für mich eigentlich, wie gesagt, gar keinen Sinn. Bei Barsch war zumindest, wo man die Entwicklung nicht hat und die nur dadurch bekommt, okay, aber wenn man Janera schon überall wild fangen konnte und brüten konnte und jetzt einen mit Vonera laufen soll, um es zu entwickeln, das
geht nicht in meinen Kopf rein. Dann hat der Lukas noch gepostet, die haben wieder mal eine Shiny Arena gebastelt. Diesmal eine gelb-goldene, wie bei Pommes natürlich, gelb-braun gebacken mit Shiny Libiscus, Azuril. Azuril, müsste Azuril sein. Karbador, Keifel, Tornupto und Shinux. Und dann haben sie auch gleich noch eine Baby-Pokémon-Arena hinterher gebastelt mit Mobi und Knospi, Klingplim, Knuddeluff, Elekid und einem Pichu mit Sonnenbrille und Abenteuerhut. Da habe ich auch eigentlich alle, bis auf das Mobi, das fehlt mir auch noch. Weil ich immer vergesse, auf die Siebner-Eier reinzupacken. Ich drehe das immer und dann ist es eh schon vorbei. Der Hoffi hat hier noch ein 100%iges Vulpix bekommen. Wild gefangen, sieht man am Level. Ich glaube nicht, dass der 2 Level runtergepusht hat, also weggezogen. Das geht gar nicht. Und der Hoffi hat auch ein 98%iges Mamoodle entwickelt. Leider kein 100er, aber das reicht natürlich. Hat auch 15 Angriff, kann man trotzdem was mit anfangen. Und ihr seht, das erreicht trotzdem 3318. Auch wenn das hier ein niedriges Level hat, kann er das ja mal entwickeln, hochziehen. Und dann kann er damit auf Arena-Badge-Tour gehen, sage ich mal. Der Stefan Landei hat auch ein 100%iges Pandir bekommen aus einer Quest. Und sogar das Valentins-Pandir. Richtig gut, mit dem Herz auf dem Kopf. So muss es sein, das hätte ich auch gern, wenn ich noch keins habe. Aber das hätte ich gern gehabt, das ist cool. Aber ich habe bisher nur eine einzige Quest davon gemacht. Da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr gering, dass man da 100er bekommt. Und der Stefan Landei hat uns noch einen Janera gezeigt, was ihn richtig getriggert hat. Denn er bewertet das so durch und er sagt natürlich, Angriff ist die beste. Nee, sagt erstmal KP, weil das kommt ja meistens zuerst. KP ist der beste Wert. Angriff ist genauso klasse, sind die besten, die ich hier gesehen habe. Man denkt schon, wow, 2 Werte auf 15, ist das etwa ein 98er? Das geht ja richtig ab. Und dann seht ihr den dritten Wert, die Verteidigung einfach auf 0. Und so hat es einfach nur 66,7%. Was wirklich einfach nur, ja, was macht man damit? Keine Ahnung. Ist das jetzt cool, ist das nicht cool, ist das stark, ist das selten? Also selten ist es bestimmt. 15-0-15 habe ich so auch noch nicht gesehen. Dankefein an Engelchen 11, auch nochmal ein Dankeschön natürlich dahin, denn da hat sich die Welt nochmal geändert, da hat man nochmal wirklich gesehen, wie manche Leute drauf sind. Ich finde es natürlich immer wieder cool, wenn man den Leuten gibt und gibt und gibt, und ich mache das gerne, muss ich auch dazu sagen, wenn ich helfen kann, dann mache ich das und viele nehmen einfach, aber es gibt eben auch eine kleine Portion Leute, die nicht einfach nur nehmen wollen, die sich auch dankbar zeigen wollen und dann auch was zurückgeben. Finde ich schön, dass es noch solche Leute gibt. Leider gibt es auch die Leute, die einem das einfach nicht gönnen oder gönnen wollen, die alles nur schlecht reden, die einfach keine Ahnung haben überhaupt über die ganze Sache, Situation, irgendwelchen Mist erfinden, rumtratschen oder einfach nur gehässig sind. Warum? Weiß ich nicht. Sie haben selbst auch die Möglichkeit natürlich mit anderen Leuten zu interagieren, zu tauschen, sonst was, alle Funktionen im Spiel zu nutzen, wie es auch immer möglich ist, so wie wir das auch getan haben. Und wenn jemand kommt und mir als Dankeschön etwas traden möchte, dann sage ich natürlich nicht nein, dann nehme ich das Danken ab und sehe, dass ich auch was Gleichwertiges zurückgeben kann. Habe ich bisher immer so gemacht, auch wenn das nicht so oft vorkam, weil viele ja einfach sowas kriegen und ja, leben und leben lassen, sage ich immer, aber ist halt nicht bei allen so. Dann hat der Extrem uns gezeigt, knapp vorbei, hat er hier einen Flurmel, zum Glück steht der Name dort, sonst hätte ich es jetzt überhaupt nicht gewusst. Wäre auch fast ein 0%iges geworden mit 000, aber so hat es einfach die 100. Sieht eigentlich auch gut aus, 100, 100. Boah, das könnte er sogar auf Level 40 hochballern und hat dann genau 2004. Ist ein bisschen älter, ne? Wir leben ja im Jahr 2019, hoffe ich. Dann habe ich kurz nach dem Schwalbini vom Engelchen noch mein zweites Schwalbini bekommen. Diesmal wieder von Kalle. Auch Glückwunsch dafür, denn der hat ein
Was hat er denn? Ein Regirock. Der wollte einen Regirock haben, weil ihm das noch gefehlt hat als legendäres. Der hat dann den Eintrag noch nicht gehabt. Das ist das einzigste von den Regis, was ihm gefehlt hat. Und er wollte mir sein zweites Schalbini. Ein Schalbini dafür geben, dass ich dann beide habe. 80.000, wieder mal sehr teuer. Ich weiß gar nicht, ob wir den Trade dann so gemacht haben oder noch warten wollten oder irgendwas. Auf jeden Fall, aber Regirock, ihr wisst ja, wird auch nochmal zurückkommen. Gibt es ja bestimmt dann auch nochmal als Raid, eben um es auch als Shiny zu bekommen in seiner Shiny-Variation. Hatte ich ihm, glaube ich, auch geraten, dass er doch bei Regirock warten könnte, dass es eben günstiger ist. Das wird einem eh irgendwann nochmal hinterhergeworfen. Ja, ich glaube, wir haben sogar was anderes dann getauscht, um eben nicht sinnlos den Sternstaub da auszugeben für was sowieso ersichtlich ist, dass das wiederkommt. Also eigentlich hätte ich den auch löschen können und gar nicht mit rein. Dann wieder mal der Isbo, der ist immer noch so stolz auf seinen Schlotzer, hat er es hier genannt. Denn der, ich weiß nicht, was der immer damit macht, dass der Schwanz plötzlich nicht mehr hinten ist, sondern vorne, dass das immer einfach nur ultra pervers aussieht. Ihr seht das ja hier, das ist ja wirklich, das ist schon nicht mehr jugendfrei. Und dann macht er weiter und dann hat es plötzlich auch zwei Zungen und sieht einfach übelst missgestaltet aus. Also ich weiß nicht, was du machst, Isbo, hör auf damit oder mach weiter und schick noch mehr, wie du möchtest. Auf jeden Fall sehr creepy das Ganze. Dann der Kalle, wieder der Kalle, für Raid am Mittwoch nächste Woche, hat ein 100%iges Glückstogebi getauscht, 15, 15, 15, auch richtig coole Sache. Bin ich mal gespannt, ob er das so behalten will oder ob er das entwickelt und einen Togekiss im Endeffekt draus macht. Wenn er den Eintrag noch nicht hat, könnte er es natürlich machen. Wenn er den schon hat, würde ich das vielleicht so lassen, weil das ist natürlich auch sehr selten. So. Dann, ja, das ist keine neue Arena, die hatten wir schon, aber das habe ich reingenommen, weil ich es lustig fand, wie das Glutex so einfach aufgespießt wurde vom Mamudel, wie man sieht, das ist ganz hinten, guckt böse, das Glutex so nichts ahnend davor, das Nibuna hatte nochmal Glück, aber das Glutex so komplett durchbohrt mit dem Stoßzahn, durch den Torso gespießt, also das muss wehtun, das Arme, fand ich genial. Dann haben wir wieder einen neuen Stop bekommen. Wie man hier sieht, leider kann ich jetzt wieder den Namen oben nicht lesen. Vom Stop, ja, ist egal. Auf jeden Fall einen neuen Stop bekommen und einen zweiten neuen Stop bekommen. Und dann noch ein neuer Stop, der aber angeblich nicht neu war, der jetzt schon eine Woche da ist, aber bisher noch keiner den Namen und das Bild gepostet hatte. Deswegen für mich war es neu. Also ihr seht, da tut sich richtig was, da geht richtig was ab. Der Hoffi hat auch noch ein 98%iges Lavita gebrütet mit 15, 14, 15. Kann er hochziehen, kann er entwickeln, wenn er noch keine 1000 Despo da hat, kann er hier noch ein gutes Sicht draus basteln. Dann hat er noch einen Shiny Snubbull hinterher bekommen. Oh, dann war der stressigste Abend meines Lebens, da 10.000 Leute ankamen und mach mal da auf, ich hab da an, ich hab hier, ich hab dort. Da musste man sich mit 10 Leuten gleichzeitig absprechen. Aber da bin ich beste Freunde geworden mit Angel, beste Freunde geworden mit LPN Prex, der Rapper, mit dem das Lied Schicksal damals entstanden ist. Beste Freunde geworden mit The Brain 0815, beste Freunde mit Bluffing, denn das heißt nicht Bluffing, das heißt Bluffing, das ist nämlich ein I, ein großes I, aber ja, ist mir aufgefallen, als ich den Namen mal gesucht habe. Der Mitzenmann hat einen Shiny Evoli gefunden, das ist immer cool, wenn man außerhalb eines Events einen Shiny findet, denn damit rechnet man meistens gar nicht. Der Keller setzt noch einen drauf und hat einen Shiny Fukano gefunden. Was meiner Meinung nach natürlich viel seltener ist, da das auch nicht im Community Day kam und nichts. Also richtig coole Sache, das hüpft ja auch hoch und macht die Augen zu, warum auch immer. Ja, wer hüpft so durch die Gegend? Fukano, beste. Dann habe ich auch meinen Mamudel entwickelt, mein höchstes, bestes, stärkstes. Ihr seht, das war vom 01.01.2018. Das hatte ich damals schon gefangen, als Keifel hatte das auf Level 40 schon hochgezogen. Hab das die ganze Zeit behalten und jetzt einfach entwickelt, dass ich da noch einen starken Eisangreifer habe. Bob the Rob, den habe ich sicherlich komplett falsch geschrieben, aber habe einfach nur so, wie ich es im Kopf hatte, Bob the Rob. Ein Shiny Wablu auch, gestern hat er geschrieben, hat er auch gefunden, irgendwo in Hildburghausen. Und Glückwunsch natürlich dafür, wie man sieht, ist das sein erstes, weil er noch kein Altaria Shiny entwickelt hat.
Dann wieder was, das würde Ispo natürlich gefallen, weil es wieder um Schlurp geht. Schlurp mit seiner Zunge, was macht Schlurp natürlich am liebsten? Er leckt an anderen Pokémon rum, wie man hier sieht. Das arme Pummeluff, das weiß wohl gar nicht, wie ihm geschieht. Und das perverse Schlurp immer. Dann noch ein Bild von Kai, der ja ein 98%iges Shiny Glücks Lugia getauscht bekommen hat. Richtig gute Sache natürlich, würde ich auch sofort hochziehen. Ich habe, glaube ich, bisher immer noch kein Lugia hochgezogen, würde mir also noch komplett fehlen. Dann der Harald hat uns ein 100% Haspirohr gepostet im Kehrweg. Und da sitzen öfters immer mal Sachen, der hat da unten schon in der Vergangenheit 300-400er gepostet in kurzer Zeit. Also da geht wahrscheinlich immer mal gut was ab. Xtreme, heute früh noch ein Shiny Makuhita gefunden und gepostet. Dann hat Pupsi endlich ihre Meltan-Box aufgemacht. Die hängt ein bisschen hinterher. Hat dann auch noch einen Shiny Meltan bekommen. Der Jakob hat mir vorhin auch noch ein Bild zukommen lassen, wo er dazu geschrieben hat: Dieser Moment, wenn du im Bus sitzt und einfach deine Medaille voll bekommst, hat seine 1000 Kilometer endlich voll gehabt, die Goldmedaille bekommen, ohne in dem Moment überhaupt zu laufen, sondern nur im Bus sitzend. Also das ist der Sinn der Medaille natürlich, ihr müsst so viel Bus fahren wie möglich. Und dann hatte ich schon die Woche zwei Videos gepostet natürlich, wie ich mein 100% Galagladi entwickelt habe und hochgezogen, genauso wie mein 100% Sneebunner, auf was ich ja so ewig gewartet habe. Endlich das letzte von der ersten Welle der Generation 4 Pokémon, die man mit Sinnestein entwickeln kann. Da war es ja wichtig, einen 100er zu haben, damit das eben über die 3000 WP kommt. Das war das und jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt natürlich diesmal auch wieder von Kai. Kai aus der Kiste, denn der hat ein Shiny Lavados für uns mit 100% als Glücks-Pokémon, also ein Shiny getauscht bekommen, was glücklich wird, ist ja schon mal selten. Und dann hat es auch noch 100%, also richtig krasser Typ, richtig krasses Pokémon, richtig krasse Socke. Und da ist es natürlich nicht ganz so ärgerlich, wenn es ein Glücks-Pokémon wird, da Lavados ja ein nützliches Pokémon ist, was man ja auch hochziehen würde, gerade wenn es 100% hat, würde man das ja hochziehen, wenn man das braucht. Vielleicht hat man auch andere Feuerangreifer und es ist ja nicht das einzigste Lavados, was er als Shiny hat. Er hat sicherlich noch mehr Shiny Lavadosen, Döschen, wie auch immer, um nochmal vielleicht irgendwo ein bisschen Verständnis in den Leuten zu erwecken oder mal versuchen, dass es irgendwie begreifbar ist, um was es denn eigentlich geht. Aber coole Sache natürlich. Darüber hätte ich mich nämlich auch gefreut, denn mir fehlt ja noch Arctos, Lavados und Zapdos als Glücks-Pokémon. Und ob dann nun das Shiny oder das Normale glücklich wird, ist egal. Hauptsache der Glückseintrag ist da. Und ja, damit kann man wenigstens auch was anstellen und man hat eh mehrere davon, dass das nicht so tragisch ist. Das war's aber jetzt von dieser Woche. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bin ich gespannt auf eure Einsendungen und wünsche euch viel Spaß natürlich. Und ratet schön am Wochenende, wenn das Shiny Latias da ist. Vielleicht hattet ihr da auch wieder ein 100%iges Shiny Latias. Wer weiß Bescheid. Wenn nicht, nehmt Latias auch ein bisschen mit. Denn das ist eigentlich auch ein cooles Pokémon, auch als Drache. Habe ich auch noch keins hochgezogen. Werde ich noch machen. Und ja, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.